Hi, heute machen wir endlich das ewig versprochene Entkalkungsvideo. Das ist vielleicht das langweiligste Video, was wir hier gemacht haben, aber sicherlich eines der wichtigsten. Entkalken ist ein Thema, wo wir gerade hier in Köln nicht drum herum kommen. In Köln ist sehr kalkiges Wasser. Wenn man irgendwo wohnt, wo man ein super Wasser hat, aber auch nicht nur, das reicht nicht, dass in der Dusche kein Kalk ist, das Wasser muss man schon ordentliche Werte zu haben, dann geht es vielleicht auch ohne dieses ganz regelmäßige Entkalken. Aber wir hier in Köln haben die Erfahrung gemacht, das geht auf keinen Fall ohne Entkalken. Es gibt Hersteller, die empfehlen, dass die Maschinen nicht entkalkt werden müssten. Können wir nicht nachvollziehen. Also wir haben jetzt hier habe ich eine Heizung, die ich hier auch zeige. Die ist von innen komplett zugekalkt und die wird von außen auch so gewesen sein. Da ist es nur abgesprungen. Wenn die Heizung läuft und sich ausdehnt, dann springt dieser Kalk ab. Aber nach innen konnte er irgendwann nicht mehr abspringen. Der restliche Kalk liegt unten in der Maschine. Ich habe hier was, was wir Kunden manchmal mitgeben. Das ist Kalk, das ist aus einem Staubsauger geholt worden, quasi von einer Maschine. Man kann das nachher im Staubsauger sehen, wenn wir die aussaugen, die Maschinen, was da drin ist. Und das ist halt der gelöste Kalk. Und am Anfang liegt das aber in so Bröckchen da drin, die den Heizkörper abbilden, weil die einfach davon runterbrechen. Und deswegen geht es nicht ohne Entkalken. Es gibt Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Und der Nachteil ist, es dauert ewig. Das ist das, was das Nervige daran ist. Deswegen fangen wir auch erstmal an hier im Hintergrund, bevor wir da zu Ende drüber reden. Ich habe eine Maschine vorbereitet. Das könnt ihr auch am Abend vorm Entkalken machen. Die Maschine ist heiß. Das ist das Wichtige. Die muss einmal leer laufen. Dafür nehmt ihr euch ein größeres Gefäß. Die Maschine muss an sein. Ihr schaltet die Maschine aber ab. Es darf nämlich nicht passieren, dass sie zwischendurch Wasser pumpt. Außerdem machen wir den hier ab. Und dann machen wir den auf. Das heißt, Wasser vorsichtig, das schießt da raus. Jetzt merkt ihr, dass Luft dazu kommt, dass es weniger wird. Da gibt es noch den Trick, dass wir ein bisschen die Maschine rüberschieben und noch leicht den Rest ablaufen lassen. Zeige ich euch gleich, warum das funktioniert. So, jetzt kommt nur noch Dampf und das Ganze ist fast leer. Ihr habt gesehen, es ist nicht ganz ungefährlich, diesen Perlator abzuschrauben. Der macht normalerweise, dass das halbwegs reguliert da rauskommt und ihr seht, wie das da rausschießt. Wenn wir den aber drauf lassen, dann sind die Kalkbrocken, die unten im Kessel manchmal drin rumschwimmen, stopfen dann diesen ganzen Perlator zu. Das kann passieren. Ihr seht, jetzt haben wir diese Menge Wasser rausgeholt, ist ungefähr ein Liter. Dann fangen wir damit an, nehmen den Wassertank raus. Und das ist da auch der wichtigste Schritt. Wenn ihr einen Filter da drin habt, entfernen. Das ist der Moment, wir haben zwei hier drin. Das ist einfach ein Wasserfilter. Wenn ihr nur so einen Brita-Filter verwendet, das ist wunderbar. Aber ihr habt dann Kalkreste im Tank. Und der muss als allererstes sauber gemacht werden. Also, der alte Filter wird entfernt. Und ist jetzt der Moment, auch ihn zu entsorgen. Ich schütte mal das Wasser weg. So, und jetzt muss erstmal das sauber gemacht werden. Jetzt ist ja spätestens der Zeitpunkt, mal den Tank sauber zu machen. Dafür nehmen wir einen Schuss heißes Wasser. Da können wir auch das nehmen, was hier gerade rausgekommen ist. Gar nicht so viel. Und nehmen uns Entkalkungsmittel dazu. Es gibt verschiedenste Entkalkungsmittel am Markt. Die sind alle verschieden gemixt. Um da jeder Diskussion aus dem Wege zu gehen, welcher Entkalker verwendbar ist und welcher nicht. Wir nehmen einfach nur den von ECM. Der ist nicht ganz günstig, aber wenn man da 10 Pakete auf 10 Mal entkalken, kommt man da trotzdem Jahre mit aus. Und wir diskutieren nicht, ob das mit einem anderen Entkalker auch geht. Da gibt es sicherlich einige am Markt, mit denen das auch geht. Aber da man das im Zweifel, bevor ich nachher mit ECM diskutieren muss, dass ich den falschen Entkalker vielleicht verwendet habe als Kunde, ist das doch der einfachste Weg, das zu machen mit einem Entkalker von ECM. Das heißt, eine normale Bürste, einmal den Wassertank sauber machen unten, überall, wo ihr drankommt. Ich mache das jetzt hier für das Video mittelordentlich, aber wenn ihr das Ding schon voll Kalk habt hier und dann den Entkalker da reinpackt, dann saugt ihr ja als allererstes den Kalk aus dem Wassertank in die Maschine. Und um das zu vermeiden, ist das der wichtige Punkt, erstmal einmal sauber machen. Auch das jetzt weg. So. Dann nehmen wir nicht das ganz heiße Wasser. Ich habe warmes Wasser aus dem Hahn. So, ich baue den mal wieder ein. So, und jetzt kommt das Säckchen dabei. Und noch mehr Wasser.
jetzt muss man ein bisschen gucken, dass sich das Ganze vermischt hat, dass das heiße Wasser und dass sich das aufgelöst hat. Das sind Kalkungsmittel. Und da könnt ihr nochmal einmal drin rumrühren in dem Tank und danach die Maschine wieder anmachen. Das ist dann entscheidend. Ihr macht die Maschine an. In dem Moment merkt sie, es fehlt Wasser und sie pumpt von alleine. Das dauert jetzt einen Moment lang. Die wird den ganzen Kessel, den wir gerade leer gemacht haben, füllt sie auf. Vorher macht sie die Heizung auch nicht an, sondern die fühlt ja, es fehlt mir Wasser im Kessel, also fülle ich mich auf. Und da gehen wir mal erstmal in die Erklärung rüber, was entkalken wir hier eigentlich gerade. Und das ist das ganz Schwierige bei den Zweikreisern. Deswegen machen wir auch erstmal das Zweikreiser-Video. Dies hier ist ein Schnittbild von einem Zweikreiser. Und wir haben zwei Wasserkreisläufe. Jetzt gerade haben wir diesen großen Kessel leer laufen lassen. Und dieser Wasseranschluss ist hier hinten unten. Ich drehe es um. Da geht das Wasser ab. Und deswegen habe ich die Maschine in diese Richtung gekippt am Ende, damit da das Wasser im Füllstand möglichst lange abläuft. Dann habe ich die seitlich gekippt und konnte dadurch einen sehr, sehr großen Anteil des Wassers leer laufen lassen. Das hat sie jetzt nachgefüllt und heizt wieder auf. Das wird jetzt einen Moment dauern, bis die wieder auf Temperatur ist. Solange erkläre ich, was wir entkalken. Das ist der eine Kreislauf. Den kann ich aber nicht leer laufen lassen, indem ich den Hahn aufmache, während die Maschine läuft. Weil dann merkt der Füllstand oben, es fehlt Wasser und die Pumpe pumpt sofort kaltes Wasser nach. Um den wirklich leer zu bekommen, muss die Maschine abgeschaltet werden und der Druck, der dann da ist im Kessel von den 125 Grad, reicht aus, fast alles am Wasser rauszuschieben. Das haben wir gerade gemacht. Wasser ist raus, entkalkte, das alte Wasser ist weg. Er hat jetzt das Entkalkungsmittel reingepumpt in den Kreislauf und jetzt heizt sie wieder auf, erwärmt sich und brodelt ein bisschen vor sich hin. Währenddessen müssen wir zwei weitere Dinge tun. Einmal nehmen wir den Siebträger und das Blindsieb. Ganz wichtig, die Siebträger werden nicht entkalkt. Wenn ihr normale Siebträger habt, dann sind die aus Messing und die sind dann verchromt. Hier haben wir das Blindsieb hier hinter. Hier haben wir jetzt einen Edelstahl-Siebträger, da wäre es egal. Aber bei einem Siebträger aus Messing mit Chrom, den nicht mit entkalken. Man entkalkt nicht, die kann man so sauber machen, die werden nicht durch Entkalkungsmittel gereinigt. Aber fürs Blindsieb brauchen wir es. Jetzt mache ich die Pumpe an. Die pumpt jetzt Wasser aus dem Tank durch die Pumpe Richtung Brühgruppe. Kommt aber gar nicht bis zur Brühgruppe. Und dadurch läuft es durch ein Expansionsventil, ein Überdruckventil, wieder zurück in den Tank. Und dieses Ventil sitzt hinten im Wasserkreislauf. Und das ist immer dafür zuständig, dass der Überdruck nicht zu hoch wird. Ne? Damit stellt man das bei manchen Maschinen ein. Und da kann man das bei einem Mechaniker, könnte man das von hier oben einstellen, bei allen mit einer Vibrationspumpe für gewöhnlich. Und diesen Überdruck lassen wir hier laufen und damit läuft das Wasser im Kreis. So, das könnt ihr gleich auch nochmal machen. Später, aber jetzt machen wir erstmal hier, dass wir die Brühgruppe befüllen. Und um die Brühgruppe zu befüllen, nehme ich mir mal ein kleineres Gefäß, um das abschätzen zu können mit euch. Wir lassen Wasser laufen und die Brühgruppe ist der innere Kreislauf. Der innere Kreislauf hat nur, je nach Maschinengröße ist das ein bisschen unterschiedlich, aber um die 200 Milliliter. Deswegen lassen wir hier auch mal so 200, 300 Milliliter laufen. Das zieht er jetzt mit Entkalkungsmittel durch die Brühgruppe. Und ich zeige euch jetzt vorne am Schaubild, in welchen Teil das hier gelaufen ist. Wir haben hier vorne ein bisschen Wasser, aber vor allem den Kreislauf hier hinten. Hier haben wir das warme Wasser und hier geht das an der Stelle rein, läuft hier rein und dann zirkuliert das. Und das ist das, was jetzt passiert, das zirkuliert von selbst im Kreis und erwärmt dabei normalerweise die Brühgruppe. Hier ist jetzt schon alles ziemlich warm, deswegen ging das auch jetzt schnell. Und jetzt lassen wir das vor sich hinlaufen. Da ist immer die Frage, wie lange lasse ich das laufen? Man sollte es auf jeden Fall 20 Minuten Aufheizphase, hat man ja normalerweise sowieso. Meine Maschine war so warm, dass ich auch noch warmes Wasser genommen habe. Die ist jetzt halbwegs auf Temperatur. Aber eine halbe Stunde sollte man das Ganze laufen lassen. Währenddessen läuft halt hier das Wasser von selbst im Kreise, wenn es denn noch im Kreise läuft. Wenn die Maschine zu sehr verkalkt war, ist es vielleicht schon zu spät. Dann kriegt man das nicht mehr hin. Ich zeige euch auch, woran das liegt. Und zwar läuft das Wasser ja von selbst diesen Kreislauf. Und ihr seht hier drin, oben und unten, diese kleinen Röhrchen. Und das warme Wasser läuft hier oben rein, über den oberen Weg in die Brühgruppe, kühlt dort ab, läuft unten wieder raus, zurück in den Wärmetauscher und kommt hier wieder an. Und gerade dieser obere Teil hier, der verkalkt dann nach und nach. Und der geht immer weiter zu und irgendwann zirkuliert das Ganze nicht mehr. Und wenn es dann nicht mehr zirkuliert, kann auch der Entkalker nicht mehr zirkulieren und ihr kriegt damit dann die Maschine auch nicht mehr richtig entkalkt.
ist kein Weltuntergang, aber bedeutet, das kriegt ihr wahrscheinlich auch mit langen Laufzeiten dann irgendwann nicht mehr hin und dann muss die Maschine zu uns. Ihr könnt es natürlich versuchen, mit zweimal, dreimal hintereinander entkalken, ob man das wieder freigesetzt kriegt und dann kann das weitergehen. Gehen wir mal die verschiedenen Themen ab, solange unsere Maschine hinten vor sich hin arbeitet. Wie oft entkalken? Das ist die schwierigste Frage, die wir auch am schlechtesten beantworten können. Wenn ihr Wasser habt, welches gut ist, wenig Kalk in sich hat oder vielleicht gekauft ist, da gibt es verschiedene Wassersorten, da müsst ihr euch in Wasserdatenbanken, die es im Netz gibt, da muss man nämlich sehr, sehr aufpassen, weil es von allen Herstellern mehrere Abfüllungen gibt und da gibt es verschiedene Abfüllorte, die verschieden viel Kalk haben. Das ist verschieden. Gerolsteiner ist zwar immer die gleiche Quelle, aber das hat so viel Kalk, das könnt ihr eh nicht verwenden. Das hat mehr als Kölner Leitungswasser. Das dürft ihr auf keinen Fall in die Maschine kippen. Dann gibt es Volvic, Vitel, da gibt es welche, die sind dann deutlich besser. Evio kann man auch nicht nehmen, von den Großen jetzt mal genannt. Aber dann gibt es von Discountern Wasser, die haben über 100 Abfüllorte. Und da sind das ganz verschiedene Wassers. Ihr könnt hier nicht einfach sagen, jetzt nehme ich immer das. Ihr wisst gar nicht, welches ihr da habt, wenn ihr nicht jedes Mal genau darauf achtet, welcher der Abfüllort war. Das ist der eine Punkt, warum wir nicht sagen können, wie oft du entkalken musst. Das kann daran liegen, was für ein Wasser kommt da rein in die Maschine. Trinkt ihr sonntags zu Hause zwei Cappuccino und das war's in der Woche, weil ihr im Büro eine Riesenmaschine habt, wo ihr eigentlich die Woche über trinkt. Oder Homeoffice, und da haben wir auch viel gesehen nach der ersten Homeoffice-Phase, dass die Leute bei ihrem Intervall geblieben sind, halbjährlich entkalken oder auch jährlich. Und das aber verpasst haben, dass sie jetzt auf einmal die zehnfache Kaffeemenge machen. Und dann muss man natürlich auch das anpassen. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, alle drei Monate. Es gibt so ein paar Indikatoren, wo ihr das ein bisschen dran bemerken könnt. Wenn ihr eine Maschine habt und die ist neu oder frisch entkalkt und ihr seht, ihr heizt die auf, die Maschine, und dann kommt ein Zeitpunkt, wo ihr die Brühgruppe vorne nicht mehr anfassen könnt, wo die Maschine so heiß ist, dass das hier vorne nicht mehr anzufassen ist auf der Brühgruppe. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Maschine aufgeheizt. Das dauert bei manchen Maschinen 15 Minuten, bei anderen 20, bei manchen vielleicht auch 25. Und je nachdem, wenn ihr merkt, okay, meine Maschine, ich hatte früher eine ECM Slim, die hat da ziemlich genau 18 Minuten gebraucht, bis ich das vorne mit der Hand nicht mehr anfassen konnte. Da mag noch jede Hand ein bisschen verschieden sein, aber eure Hand bleibt ja gleich. Und wenn ihr dann Gefühl für habt und merkt, hey, die braucht eigentlich 18 Minuten, aber jetzt brauchst du mittlerweile irgendwie 22 Minuten, bis ich das nicht mehr anfassen kann, dann überträgt sich die Hitze schlechter aus dem großen Kessel in den Durchlauferhitzer und dann in die Brühgruppe, weil es schlechter und langsamer zirkuliert, das Wasser. Und wenn das der Fall ist, dann ist sicherlich Zeit zum Entkalken. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Dinge, aber die sieht man auch hauptsächlich in der Maschine. Wenn eine Maschine unglaublich schlecht entkalkt wurde und gepflegt wurde und mit schlechtem Wasser betrieben wurde, dann sehen wir irgendwann, dass überall an jeder Schraubverbindung der Kalk sich da richtig so ausblüht, so da durchdrückt mehr oder weniger, da durcharbeitet mit der Zeit und dann hat man überall diese Reste. Das kann ich hier jetzt nicht zeigen, weil ich keine solche Maschine habe und dann sieht das innen halt auch entsprechend so aus. Die Maschine war nur 9 Monate alt und da habe ich mit dem Kunden gar nicht über den Kalken sprechen wollen am Anfang, als er die reinbrachte, weil da die Sicherung rausgeflogen war. Das ist ein ziemlicher Indikator dafür, dass die Heizung kaputt ist. Und dann habe ich mal gefragt, wie viel Kaffee denn gemacht werden. Und dann kam als Antwort, ja so 100 am Tag. Das war ein Großraumbüro, die so eine Maschine verwendet hat. Und die haben 100 Kaffee und dann kam auch die Antwort, ja, aber es gibt Hersteller, die sagen, man muss eine Maschine nicht entkalken. Ja, wenn ein ganz anderes Wasser verwendet worden wäre, wäre das vielleicht auch 9 Monate lang gut gegangen. Aber 9 Monate mit 100 Kaffee, das kriegt man im Haushalt in 10 Jahren nicht beisammen. Entsprechend hätte man ungefähr 30 Mal entkalken müssen in den 9 Monaten. Dann ist man vielleicht auch bei wöchentlich. Deswegen können wir nicht einfach sagen, ihr müsst das monatlich tun oder so. Wichtig ist, da ein bisschen Gefühl für zu haben. Was für ein Wasser? Nehmt ihr Leitungswasser? Filtert ihr das Leitungswasser? Kauft ihr Wasser und filtert das noch? Habt ihr eine Hausentkalkungsanlage? Da gibt es so viele verschiedene Wege. Und dann muss man ein bisschen lernen, dann Gefühl für zu bekommen. Es passiert manchmal, dass sich das Entkalkungsmittel verfärbt. Wenn das nachher rausläuft aus der Maschine und das eine Farbe mit sich bringt, dann ist das ein Indikator, der in der Maschine zusammen mit den Kupfer- und Messingbauteilen passiert. Da sind aber heute immer weniger Kupfer- und Messingbauteile drin, deswegen funktioniert das auch immer schlechter. Aber ich habe hier schon eine Flasche, was wir dann auch mal letztens wieder einem Kunden gezeigt haben. Das ist dann, wenn das Wasser so bläulich da rauskommt. Ich zeige es mal daneben mit einem halbwegs normalen Wasser optisch. Das ist ja nur das Abgesaugte. Und wenn das so bläulich wird, dann ist das gelöster Kalk. Aber das funktioniert nicht ganz in jeder Maschine gleich. Deswegen können wir das nicht pauschal sagen, wenn das so und so blau ist, dann auf jeden Fall entkalken. Wenn es blau ist, ist Kalk gewesen. Dann kann man auch direkt sagen, Intervall verändern. Auch dazu ein Trick. Schreibt euch in den Deckel oben
ein Datum rein. Einfach nehmt euren Kugelschreiber, schreibt das Datum vom Entkalken rein und beim nächsten Mal wieder. Macht euch vielleicht noch 3 Sterne dazu oder sowas für blau, besonders blau, total blau. Und dann könnt ihr da vielleicht über einen Zeitraum von 1, 2, 3 Jahren ein gutes Gefühl für bekommen. Einfach und zu sehen, hey, das war letztes Mal viel blauer als dieses Mal und vielleicht kann ich jetzt ein bisschen länger warten beim nächsten Mal. Ich habe jetzt auch nicht so lange gewartet, weil es so blau war letztes Mal. Verändere ich jetzt. Oder auch vielleicht, wir haben uns verändert. Wir sind nicht mehr im Homeoffice und ich könnte jetzt auch meinen Entwald wieder dem anfassen. Und man bekommt ein Gefühl dafür. Wofür man aber kein richtiges Gefühl bekommt, ist, wie oft habe ich denn entkalkt? Wenn Maschinen in die Werkstatt kommen, fragen wir die Kunden immer, wie regelmäßig entkalken sie denn? Dann ist immer, ja, so alle 3 Monate ist die Maschine 2 Jahre alt und dann fragt man, ja, dann ist ihr Entkalkungsmittel, das Zehnerpack auch leer mittlerweile? Ach nee, das ist locker halb voll, kann doch nicht sein. Also es ist schwer, da ein Gefühl für zu haben. Und auch einmal im Jahr eine Kaffeemaschine entkalken, fühlt sich ganz schön oft an und ganz schön regelmäßig. Also fühlt sich an, als hätte man das ständig gemacht, alle 3 Monate. Deswegen schreibt euch das auf, ist auf jeden Fall eine Hilfe. Wir haben die Maschine jetzt laufen lassen, wir haben die nicht so lange laufen lassen, wie es sein sollte. Das ist das, was beim Entkalken ist, dauert lange, aber man muss es nicht durchgehend dabei stehen. Das war das, was ich eben gehabt habe. Was ich jetzt nochmal machen kann, ist, dass ich hier nochmal in der Brühgruppe wieder ein bisschen Wasser weiterspüle. Und da seht ihr, es kommt blau aus der Brühgruppe. Das ist doch schön, dass das klappt. Das ist eine Ausstellungsmaschine, die mit 2 Filtern betrieben wird. Aber da sieht man, dass entweder der Filterwechsel nicht regelmäßig genug gewesen. Ihr seht, gerade war es normal durchsichtig, das ist es immer noch, aber jetzt ist es blau. Und dieses Blaue zeigt uns, ist Kalk drin. Also haben wir jetzt gerade 0,3, 0,2 Liter weiterlaufen lassen. Das holt er sich ja wieder hinten aus dem Tank mit neuem Entkalkungsmittel. Also wäre es jetzt an der Zeit, das wieder nochmal laufen zu lassen. Ich schütte das auch wieder weg. Also lässt man die Maschine weiterlaufen. Das machen wir jetzt auch. Dann machen wir hier mal einen kleinen Schnitt und lassen der Maschine eine halbe Stunde. Und dann spülen wir die zusammen. Und dann kommt die wichtige Phase des Spülens und wie oft man das spülen muss. Und dann geht es gleich weiter. Und man sieht, es ist eindeutig immer noch blau. Lassen wir die nächste Charge weiterlaufen. Wir haben die Maschine jetzt eine halbe Stunde gelassen. Da müsst ihr zu Hause gucken, wie sieht es aus. Ne? Einmal machen, zweimal, dreimal. Das ist jetzt der eine Teil, den wir haben. Wir gucken uns jetzt an. Der ist immer noch blau. Wir haben jetzt wieder ein Kalkungsmittel nachgegeben. Wir können jetzt mal einen Test machen und hier Wasser ziehen und gucken, ob das auch so blau ist oder ob das hier gar nicht so ein Drama ist. Hier vorsichtig, wenn da, wie gesagt, ne, wenn ihr den Perlator abhabt, ganz vorsichtig öffnen. Das kommt sogar richtig rausgeschossen. Ist nicht hundertprozentig klar, aber es ist auch nicht blau. Da scheint das Problem nicht so stark zu sein. Jetzt könnte man ihr nochmal Zeit lassen, jetzt pumpt sie selber nach, dadurch fällt der Druck ab. Deswegen müsste man es erstmal wieder warm werden lassen und dann können wir den gleich wieder leer laufen lassen. Dann kommen wir zu dem Thema Spülen. Wir lassen jetzt noch mal einen Moment. Wie gesagt, wir haben gerade darüber gesprochen, wie oft entkalken. Ganz einfach kann ich euch das nicht sagen. In diesem Video behandeln wir auch nur das Entkalken. Das Brühgruppe reinigen und wie man täglich reinigt, monatlich, haben wir gerade 2 Videos zu gemacht. Und als nächstes machen wir noch ein Video. Geht es der Maschine gut oder muss sie in die Werkstatt? Kann man Dinge selber durch Reinigen lösen, die Probleme, die auftreten? Oder muss die Maschine vielleicht doch zu irgendeinem Fachhändler? Darüber machen wir noch ein Video mit den typischen Fehlern an Maschinen. Da gehe ich jetzt hier nicht komplett drauf ein, auf die einzelnen Dinge. Da gehört dann auch vielleicht zu, klingt so, als wäre es Kalk, mit den Kalken versuchen. Wenn es nicht klappt, dann muss ich in die Werkstatt. Da machen wir noch ein Video zu, das kommt nächste Woche. Letzte Woche hatten wir das Video über die monatliche Pflege. Das ist sehr gut angekommen bei euch. Da machen wir direkt weiter an diesem Strang und machen die Service-Videos so jetzt der Reihe nach. Für die Entkalkung eines Einkreisers machen wir jetzt kein eigenes Video. Es funktioniert letztlich genauso. Ihr habt nur nicht den Kessel hinten, sondern nur die Brühgruppe. Ihr lasst es nur über die Brühgruppe laufen und hinter der Brühgruppe ist ein größerer Kessel. Der eigentliche Unterschied ist, ihr müsst nicht den Dampf leer laufen lassen und ihr könnt auch nicht. Und das ist auch schon der Nachteil, ihr könnt den Kessel nicht leer laufen lassen in dem Sinne. Und da kommt dann das, was wir jetzt gleich machen, das Spülen. Da muss man sehr viel länger nachher spülen, um die Entkalkerreste wieder aus der Maschine rauszukriegen. Das zeige ich euch jetzt bei der hier erstmal, wie wir das machen. Maschine ist immer noch heiß und an. Hier haben wir gerade noch mal nach vorne laufen lassen. Das lassen wir jetzt so. Jetzt nehmen wir, ich brauche mal eben eine leere Kanne, Moment. Wieder wie eben. Wir machen den auf. Auch wieder vorsichtig.
Und genau, bevor ich es vergesse, vorher die Maschine aus. Also das gleiche wie eben schon mal, Maschine aus. Und laufen lassen. Nicht zu fest da aufdrücken vielleicht. Ihr könnt das ja steuern. Ne? Mit einem Drehhebel kann man es noch besser steuern. Aber auch mit dem Quicksteam-Hebel könnt ihr das steuern. Wir merken, da kommt Luft. Jetzt können wir die Maschine nochmal wieder kippen. Und sie ist leer. So, das ist jetzt nicht groß zu erkennen. Es ist ein Werkstattkännchen. Da ist sowieso eine Kalkschicht drin. Ist nicht sauber, das Wasser, aber das ist in Ordnung. Da sind keine ganzen Brocken rausgekommen. Da können durchaus ganze Brocken. Das, was von der Heizkörper abgeplatzt ist, hat sich dann vielleicht, so, das sind so Halbkreise, die haben sich dann vielleicht gar nicht aufgelöst und die kommen jetzt als ganzer Brocken da raus. Das kann passieren. Dann müsst ihr eindeutig öfter entkalken. Jetzt haben wir das leer laufen lassen. Ich nutze das Wasser manchmal noch zu Hause und tue das nochmal in den Wasserkocher. Oder wir haben so einen Kessel für auf dem Herd und da tue ich das nochmal rein und lasse es eine halbe Stunde drin rumschwimmen, bevor ich es dann wegschütte, weil das oft noch Kraft hat und den auch noch mit entkalkt. Aber es kommt auf jeden Fall nicht wieder rein in die Maschine. Und jetzt kommt ein wichtiger Faktor, bevor wir das wieder anmachen, die Maschine. Wassertank ausbauen. Da ist noch der Rest mit Entkalkungsmittel drin. Der muss jetzt auch weg. Den könnt ihr zum Beispiel auch in den Wasserkocher tun. Der ist ja noch gar nicht verwendet. Ich habe schon ein bisschen Wasser vorbereitet. Einmal auswaschen das Ganze, damit wir die Entkalkerreste nicht wieder neu in die Maschine spülen. Könnt ihr natürlich auch noch ordentlicher machen als ich jetzt gerade. Jetzt ist der Zeitpunkt, einen neuen Wasserfilter einzusetzen. Ich habe uns auch schon welche bereitgestellt. Das ist eine Variante, die wir verwenden. Die funktioniert besser, als wir am Anfang dachten, weil wir viele Kunden immer schon hatten, die sagten, nee, wir haben nur Brita gefiltertes Wasser und die haben trotzdem sehr verkalkte Maschinen gehabt. Deswegen waren wir uns immer nicht so sicher, wie problemlos das mit diesen Filtern funktioniert. Aber das ist auch immer schwierig, wenn Leute in die Werkstatt kommen, haben wir keinen Querschnitt. Weil vielleicht sind es auch hunderte von Leuten, die das mit Brita-Filtern sehr, sehr sauber machen. Und andere, die sagen, sie filtern mit so einem Brita-Filter und machen das einfach nicht regelmäßig genug. Ich habe jetzt den neuen hier reingeklemmt in die Maschine. Eigentlich noch besser ist, man lässt den erstmal vollziehen. So, jetzt mal gucken, ob das klappt. Eigentlich senkt man den erstmal ins Wasser und lässt das Unterwasser geschehen. So, jetzt lassen wir die, machen die Maschine an. Jetzt füllt sie sich wieder. Ich hole mal noch mehr Wasser. Da hört ihr jetzt, wie das Ganze, die Luft weggepumpt wird. Da ist ja noch die Luft in dem Filter und die muss sie erstmal loswerden. Aber ich fülle auch mal direkt noch mehr Wasser hinterher. Damit die jetzt erstmal wieder sich auffüllen kann. Wenn die voll ist, dann heizt sie wieder los, startet wieder. Ja, solange sie läuft, hole ich noch mehr Wasser. Jetzt heizt die Maschine von selber wieder auf. Sie zeigt uns ja auch hier die Temperatur. Scheint schon wieder 108 Grad zu haben. Weil die Maschine natürlich erwärmt ist, komplett heiß ist und wir jetzt nur die Wassermenge auch mit warmem Wasser nachgefüllt haben. Ich hatte hier warmes Wasser, dadurch geht der Vorgang etwas schneller. Wenn man kaltes nimmt, dann dauert es natürlich ein bisschen länger, bis sie wieder heiß ist. Damit haben wir den Kessel leer laufen lassen, Entkalkungsmittel raus. Aber natürlich nicht 100%. Der geht durch den Eigendruck raus und auch selbst wenn ich den schräg halte am Ende, irgendeine Menge bleibt unten drin. Vielleicht sind es 3%, vielleicht 5% und vielleicht 10%, die dann nochmal im Kessel drin bleiben. Das heißt, ich habe jetzt im schlechtesten Falle 10% Wasser mit Entkalkungsmittel und 90% Wasser ohne Entkalkungsmittel. Deswegen lassen wir die jetzt wieder hochheizen und währenddessen reinigen wir die Brühgruppe. Auch da können wir erstmal nochmal wieder Frischwasser laufen lassen. Da sind ja nur 200 Milliliter drin, deswegen geht das schneller. Ihr seht jetzt, ist auch nicht mehr so blau wie eben, aber das ist schon noch das Wasser mit dem Entkalkungsmittel.
Und über die Brühgruppe müssen wir jetzt eine gewisse Menge Wasser laufen lassen, damit wir den Reiniger wieder los sind. Ja, rechnerisch kriegt man ihn nie zu 100% wieder raus aus der Maschine. Aber letztlich schon, wenn wir überlegen, dass es 10% verbleiben in der Maschine. Wir spülen einmal, dann bleiben 10%. Wenn wir ein zweites Mal spülen, sind es rechnerisch noch 1%. Und wenn wir nochmal spülen, wird es wirklich wenig, was noch drin sein sollte. Und das Entkalkungsmittel, was da drin ist, ist natürlich was, was man nicht trinken oder essen sollte. Aber in der verdünnten Menge ist es auch nur noch ein bisschen Zitrone. Und das ist halt auf Zitrusbasis und Weinsteinsäure. Das sind jetzt keine Dinge, die einen umbringen. Die machen den Kaffee vielleicht ein bisschen sauer, wenn man da nicht ordentlich gespült hat. Aber es ist nicht gefährlich. So, ihr seht jetzt, das Ganze ist farblos. Das ist natürlich auch nur farblos, weil wir die Maschine ordentlich pflegen ansonsten und die Brühgruppe ordentlich gereinigt ist. Besonders der Benne bei uns im Laden hier ist ja sehr, sehr sauber und macht das sehr, sehr oft mit den Ausstellungsmaschinen. Die Brühgruppen reinigen und spülen und dann kommt da auch sauberes Wasser raus. Wenn das da braun bei euch rauskommt, dann sind das natürlich Kaffeereste, die da gelöst sind. Das haben wir ja in den anderen Videos behandelt. Dass das da so rauskommt, ist natürlich nur bei einer gut gepflegten Maschine der Fall. Jetzt haben wir hier ein Glas von ungefähr 250 Milliliter. Dreimal laufen lassen. Machen wir das vierte Mal. Das heißt, wir haben einen Liter durch den Kreislauf laufen lassen, der ungefähr 0,2 bis 0,3 Liter umfasst. Farblich ist alles weg. Reicht jetzt für erstmal, macht man aber später nochmal. Später ruhig nochmal einen Liter laufen lassen. Wenn die Maschine ihre Temperatur wieder erreicht hat, nee, wir sind hier deutlich kälter, unter 100. Und wenn wir unter 100 sind, können wir auch gar nichts laufen lassen hier, weil einfach kaum Druck da ist. Da kommt jetzt zwar was, aber ganz wenig. Und erst mit Druck können wir sie wieder leer laufen lassen. Das werden wir jetzt nicht komplett zu Ende machen, das mache ich gleich. Das schafft ihr aber so alleine. Der Vorgang ist immer wieder derselbe. Maschine aufheizen. Ihr müsst nicht länger warten, als dass sie einmal ihre volle Temperatur erreicht hat. Maschine abschalten und leer laufen lassen. Währenddessen natürlich fleißig frisches Wasser hinten nachfüllen, damit das auch wieder entkalkt in die Maschine kommt. Und dreimal sollte man es auf jeden Fall gemacht haben. Wenn ihr Lust habt, macht es ein viertes Mal, um das leer laufen zu lassen. Ihr könnt das aber auch dreimal sofort machen und dann macht ihr am nächsten Tag, nachdem ihr einen Kaffee gemacht habt und die Maschine ist sowieso heiß, lasst es halt nochmal leer laufen. Es ist halt der Dampfkreislauf. Wenn ihr da sowieso nichts raus getrunken habt, dann ist es ja nur der Dampf, den ihr daraus entnehmt. Und dann könnt ihr es auch nach jedem Gebrauch leer laufen lassen und er zieht es frisch nach. Aber dann habt ihr natürlich noch mehr Wasserwechsel in der Maschine. Solltet das nicht unbedingt nach jedem Tag machen, das leer laufen lassen. Sonst habt ihr einfach so viel Wasser durch die Maschine laufen und bringt so viel Kalk in die Maschine, den ihr eigentlich gar nicht konsumiert, sondern nur weglaufen lasst. Aber man kann das ein paar Mal machen. Und dann ist das Ganze wieder frisch. Wichtig immer nur, ich sage es noch einmal, ausschalten, dann leer laufen lassen. Und dann kann so eine Maschine sehr alt werden. Wenn es zu spät war und wenn hierbei Probleme auftreten, muss der Fachmann aufgesucht werden. Auch da sollte man zusehen, es ist kein guter Moment, die Maschine zu vernachlässigen und dann kurz vor Weihnachten, weil die Verwandtschaft kommt, die Maschine zu entkalken. Es ist nicht ganz untypisch, dass durch die Entkalkung, das ist ja dann doch eine Säure, wo ihr den ganzen Kalk von dem Heizkörper runterreißt, ihr die Heizung kaputt macht in der Maschine. Wir haben jedes Jahr kurz vor Weihnachten einen ganzen Haufen Maschinen, die reinkommen, weil sie eigentlich dann einmal im Jahr Pflege bekommen haben. Es scheint ein typischer Turnus zu sein, die zu Weihnachten dann doch mal zu entkalken. Aber das ist ein schlechter Zeitpunkt. Macht das lieber jetzt und vielleicht Anfang Dezember nochmal. In eurer Werkstatt des Vertrauens ist vielleicht keine Zeit, an Weihnachten alle Maschinen vor den Feiertagen wieder fit zu haben. Letztes Jahr haben wir das geschafft, aber ich weiß, was das für ein Stress war in der Werkstatt, kurz vor Weihnachten. Und je nachdem, wie das so ist mit Krankheitsphasen in der Werkstatt, und so kann das ja auch mal länger dauern. Wir reparieren Maschinen, aber nur bei uns gekaufte Maschinen. Und das wird bei den meisten Händlern am Ende so sein, dass die nur reparieren, die sie kaufen, verkauft haben, die Maschinen, weil das eine Serviceleistung zu den Maschinen ist. Um mit einer Werkstatt Geld zu verdienen, das ist ein anstrengendes Geschäft mit Maschinen, die nicht bei einem gekauft wurden. Und deswegen machen die meisten Händler, die ich auch kenne, reparieren nur Maschinen, die sie auch selber verkauft haben. Und daher sucht euch von vornherein beim Kauf einer Maschine einen Händler, wo ihr später die Maschine auch hinbringen könnt. Weil eine Kaffeemaschine, da kommen wir gleich noch in einem weiteren Video, was wir noch machen, das kommt dann nächste Woche,
da um diese ganzen Möglichkeiten, was alles kaputt gehen kann in so einer Maschine, was durch mangelnde Pflege von euch ist, was vielleicht nur eine Fehlnutzung ist oder was wirklich in die Werkstatt muss. Da gibt es einfach Dinge. Damit eine Maschine alt wird, muss sie hin und wieder mal in den Service. Und da solltet ihr beim Kauf der Maschine letztlich schon darauf achten, dass ihr jemand habt, der die später auch repariert. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wie gesagt, in dieser Serie gibt es noch ein paar mehr Videos. Die sind alle in der Playlist Service Espresso. Und da sind noch mehr Videos zum Reinigen der Maschine und so weiter. Vielen Dank, bis bald.